Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount Blade Warband. Ja, hier hinten haben wir eine Schlacht und... Ja, hier vorne ein Krieger, so einer der Vasallen scheinbar. Und wir haben ein paar Sachen zum Aufstocken, Krieger zum Aufleveln, und zwar möchte ich Seuchz, ja, ich nehme Berittene und tu nur die Nords zu Nahkampfkrieger ausrüsten, hochrüsten. So, ja, jetzt haben wir noch ein Level Up, und zwar die Laufgeschwindigkeit ist, glaube ich, nur in Schlachten. Gibt es irgendwas mit... Ja, wir brauchen noch Begleiter. Ja. Dann nehmen wir... ja, ist schwer. Ja. Intelligenz. Ja, wir nehmen Intelligenz. Ja, okay. Bringt nicht viel. Ja, weil wir nichts nehmen müssen können. Ja. Nehme ich Athletik. Soll ich Wendigkeit nehmen? Das ist schwer, hä? Ja, das ganze Spiel ist dann ein bisschen knackig. Aber ich will es optimal wie möglich machen. Ja. Ja, okay. Die Wendigkeit macht. Waffengeschwindigkeit, ja, das ist noch gut. Wenn es nicht so viel bringt. Und zwar haben wir gesagt, Athletik. So. Und, ja, und ja, komm, wir nehmen dann noch einen Bogen, oder? Mach mal kurz. Wendigkeit, Athletik, nur Bogen. Weil zwei Handwaffen machen wir alleine durch das Kämpfen hoch. Ja. Jetzt gehen wir mal zurück nach Kurav, reden kurz mit dem hier. Nun, Monika Basel, da. Dem haben wir schon mal. Okay, haben wir schon mal getroffen. Da wir jetzt eben noch kein Reich sind, können wir auch noch nicht irgendwie die Nords angreifen. Das wird es uns nicht gut tun. Ja. Da ist eben noch nichts Neues. Schade. Was ist denn hier? Zimmer. Ja, ja. So. Ich will irgendwie einen guten Bogen kaufen, aber es... Gibt es keinen besseren Bogen? Ja, ja. Okay, gut. Es ist schwer, eine Dame zu sein, die hier Krieg macht. Rollenspiel gibt es gerade auch noch nicht so viel. Also, dann gehen wir in die nächste Stadt. Wir gehen mal in die Stadt hier oben. Wie heißt die? Kudan. Okay. Ah, die haben beide... Okay, Wege hat gewonnen. Gut. Mann, ein Dorf brauche ich auch bald mal, aber da muss ich mich wirklich entscheiden können. Ja, ich werde wahrscheinlich wirklich die Dinger nehmen. Aber erst wenn wir dann schaffen, die Banditen dort, Steppenbanditen. Keine
80 hergibt, genau. Ah, es ist alles so schwer zum Aussprechen und zum Merken. So. Ja, die Reichsnamen jetzt nicht so, aber die Namen der Generäle, Vasallen und so. Das ist alles zu teuer, ihr habt einfach zu viel Krieg. Ihr macht alle Preise viel zu teuer. Heide. Oh. Okay. Die will ich. Ja, die will ich. Und die anderen auch dann. Ach komm, bitte nicht so schnell. Nein, ich wollte doch in die Stadt. Ja, Frechheit. Gehen wir in die Stadt. Ja, da gibt's halt. Ja, genau. Kämpft gegen die. Kämpft. Ja. Ich will euch helfen. Ich bekomme dafür Ehre. So. Mir nach. Greift mal nach vorne. Greift mal die an. Ich will nur ein bisschen hinterher. Aber aus dem Weg, bitte. Ja, besonders gute Krieger habt ihr aber auch gar noch nicht, hä? Haben wir ja besser. Schalalalala. Oh, gut angreifen. So. Wer will drankommen? Wer hat noch nicht? Ja, ist nicht so gut hier. Wir haben keine Chance. Wir können keine Gegner besiegen. So eine Freche. Die kampflose Frau. Ja, jetzt habt ihr dafür einen Verlust, also bitte. Danke für eure Hilfe, ich hätte es fast nicht geschafft. Mann, wir wurden untereinander nicht angemessen vorgestellt, oder? Wie lautet euer Name? Hä? Du hast eine Du hast eine höhere Stimme als ich? Okay, ich habe eine zu hohe Stimme. Mein Name lautet Monika Basler. Schön, euch zu sehen, Monika Basler. Ich bin Boyer Krask und habe einen komischen Namen. Ich danke für eure Hilfe und ich hoffe, dass sich unsere Wege niemals wieder kreuzen werden. Ja, sicher. Ja, gefangen nehmen. Wir haben so viel erreicht, stellt euch das mal vor. Darf ich jetzt schauen, was ich bekommen habe? Nichts? Frechheit. Ich bin zu schlau. Ich habe zu schwache Truppen gehabt. Also, zu wenig gemacht mit meinen Truppen. Gut. Dann hier rein. So. Reisende, Landsknechts, Schwerkämpfe. Ja gut. Pfeile verbogen. Ja. So. Ich möchte den Bogen haben. Das ist auch nur 15. Ja, wenn wir mal das Geschenk bekommen, also von Banditen oder so, ja, dann nehme ich einen Bogen, aber so nicht. Ja, gut. Kurz hier schauen. Nö. Ja, Wergi reicht es nicht gerade so.
erfolgreiche. Ich will 17 Banditen besiegen. Komm, hilf mir. Wir jagen die, wir gehen jetzt die jagen. Sie werden von einer Frau niedergeschnetzelt und ich bekomme dann Ruhm. Halalala. Kann ich gleich nach Rewadi noch gehen? Super. Wir sind schneller, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist toll. Gut. Ergebt euch oder sterbt. Ach Leute, nicht immer so voreilig. Ich bin ja der, der schnetzelt, ohne Schaden zu bekommen. Wo ist denn der Trupp? Wieso habe ich eigentlich die Minimap nicht? Wie kann man die Minimap anmachen? So, jetzt Krieg. Schnetzelt die. Wir schnetzeln. Alle tot. Da können auch diese Nords gut leveln, wenn sie keine Gegner bekommen. Ich habe gesehen, auf YouTube sind recht viele schon gut erfolgreich geworden mit Mountain Blade Warband. Aber denke ich auch, wenn sie nur auf Strategiespiele konzentrieren. Ich bin halt ja, mehr der Rollenspieler und so Aufbau-Sachen. Nicht so, ja, es ist ja ein Action-Rollenspiel. Also, ja, wenn dann Bannerlords kommt, dann werde ich sicher auch noch ein bisschen Warband spielen oder so. Mal gucken. Ein swadischer Scharmützler. Nee. Swadischer Fußsoldat, es gibt ja den Reiter noch, oder? Karawanenmeister. Ja. So. Ja, machen wir Tigerbanditen, hä? Ich will mal die zwei mitnehmen. Keine Ahnung wieso. Zum Schauen. So. Pfeile. Gut, die haben wir schon mal. Ja, dann nehmen wir. Ah, haben wir zu wenig Bogenkraft. Na toll. So. Das ist mal ein netter Kampf gewesen, oder? So. Ja, Landsknecht, Reiter. Sklavenjäger. Oh, schön. Nett. Und wir haben noch kein Level Up, das ist klar. Komm bitte ein, wo wir die Gefangenen verkaufen können. Das ist der Captain Ding König. Ich bin König Jarolek, Herrscher von Königreich Vergir und Fürst von Rejadin. Es ist nicht oft, dass ich eine Frau treffe, die danach strebt, Männer in die Schlacht zu führen. Doch dies sind dunkle und gefährliche Zeiten und ich zumindest persönlich weise nie Hände zurück, die ein Schwert ergreifen können, solange ihr Besitz tapfer und treu ist. Habt ihr Aufgaben? Bognalek. Ja, halt. Gut. Bognalek. Wir bleiben ja ein bisschen beim Fähigereich. Ja, gut. Lösegeld vermittelt. Ah, das ist der richtige. So. Wer gibt mehr? Doch, der Tigerbandit. Das sieht aber ein bisschen stärker aus. Na gut, Tigerbanditen verkaufen, merken. Hätte ich sowieso nicht merken.
Ja. Und du? Ah, der Art, die Männer. Da muss ich jetzt schauen auf die Liste. Nein, du bist nicht auf der Liste. Gut. Kann ich aber fragen. Ein Bart, was macht ein Bart eigentlich? Was hat er für Attribute? Was? Bauhalbzeit, das Geld aus. Ah, nein, das hat nichts damit zu tun. Ja, ich will mal schauen. Ich nehme ihn trotzdem mal an. Oh. Jeder will Geld. Ich habe eigentlich nie im Kopf, dass ich mit dem irgendwie Stress hatte, also mit einem anderen. Dann nehme ich ihn mal und schaue mir den an. Was hast du? Konstrukteur, Handel. Naja. Konstrukteur ist jetzt nicht so wichtig. Für einen Ding, Begleiter. Also, dann nimmst du mal ein paar Sachen. Du hast bessere Sachen als ich. So, bist du gut in Lanzen? Deine Kampfaxt? Nee, eine Lanze kannst du noch nehmen. So, den Hut. Ja. Elf. Nee. Okay, gut. So, jetzt gehen wir noch kurz verkaufen. Das, 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 das. Ja, komm. So. Ja, also dann schauen wir noch kurz. Okay, noch ein bisschen mehr. Was? Nein, nicht, das ist der Name vom Ding. Burg Nelag, ja, doch, Nelag. Nelag. Was, dort hinten? Shit. Aber wenn wir jetzt hier noch Banditen finden, das wäre gut. Ja, da müssen wir einmal hinten ringsum. Gut. Im Konstrukteur brauchen wir noch nicht. Vielleicht können wir den irgendwie noch ein bisschen um. Es wäre gut, mehrere Heiler zu haben, also die einfach diese Heilattribute haben. Und ich werde ihn, ja, er hat Intelligenz, das ist gut. Okay, Khanat Kaghin und Sarantische Sultanat haben Frieden geschlossen. Sehr schön. Vorräte, ja, das ist immer das Gleiche. Haben wir jetzt? Komm, wir nehmen noch ein paar. So. Nur mal kurz schauen in die Schenke, nur in die Schenke. Ist immer noch alles gleich. Ja, müssen schon ein bisschen taktisch sein.
Ich will das Spiel danach wieder ein bisschen schwer machen. Jetzt haben wir gerade Krieger neu ins Trupp genommen, die schwach sind. Ich werde später dann ein bisschen höher widerstehen. Also auf normal. Jetzt muss ich kurz schauen. Ja, es ist hier. So. Gut. Dann wären wir hier. Bist du gleich hier drin oder muss ich dich wieder suchen? Muss ich deine Frau wieder fragen? Oh. Dann hast du zwei Frauen im Haus, hä? Und du bist nicht hier. Gut. Du bist ab das, oder? Ja. Gut. Jarolek. Gut. Schön. Monik Passe, zufälligerweise habe ich König Jarolek versprochen, dass ich einen Trupp Söldner für einen bevorstehenden Feldzug anwerben würde. Was? Die wollen schon, dass ich mich anschließe? Nein. Es grämt mich sehr, oh. Das ist etwas Schweres. Ich hoffe, ich schaff's. Wohlan, aber wo? Ja, toll. So, Anmerkung Ulburban. Wo ist Ulburban? Da. Ja, so ein Mist. Wieso immer so weite Wege? Und das um Mitternacht. Spurensuche fehlt uns auch noch. Ich hätte gerne ein paar Banditen aufgesperrt bis dahin. Okay, jetzt sind viele entlassen worden. Schön. Und auch wieder gefangen genommen. Komisch. Da gehen wir dorthin. Wir haben ja recht viele Kanatkergit. Nein, nicht mehr. Ich nehme wir noch ein paar mit. Ich habe doch genug Geld, oder? Schön. Gut. Gehen wir nach Ulbuba. Ja, machen wir den Part ein bisschen länger. Das sind echt 48 gewesen, jetzt habe ich es mir nicht gemerkt. Oder 42. Ja, gut. Ja, beenden wir diese Quest in diesem Part noch. So. Ja, toll. Haben wir eine Schlacht. So, Dille. Ja, so können wir gut schlafen. Ja, schön. Ja. Mann, ich brauche noch ein bisschen Geschicklichkeit. Ich will schneller bleiben. Schwer bewerten, aber schnell, schnell.
3 Ansehen und 3 Moral, sehr schön. Ja. So, haben wir wieder Ehre gewonnen. Fälle, Fälle. 2 verschiedene Fälle. Hm. So, dann schauen wir mal, was wir hier so auftreiben können. Hast du eine Quest? Ja, die sagen immer das Gleiche, hätten das ein bisschen besser machen können. Ja, die sind meistens ein bisschen versteckt. Sicher dort bei dem Haus. Hm. Es kann sein, dass es nur am Tag da ist. Also, dass am Tag da sind, aber. Hm. Ah, da ist er schon. Ich muss das taktisch machen. Ich verstehe nicht, Herrn. Ich habe doch nie jemanden getötet. Ich glaube, ihr habt den falschen Mann. Dann senkt euer Schwert. Wenn ihr unschuldig seid, habt ihr nichts zu befürchten. Wir werden nun mit unseren Nachbarn sprechen und wenn sie eure Geschichte bestätigen, dann werde ich meine Wege gehen. Ich gehe nirgendwo hin. Meine Freund, heute werdet ihr euer Silber kämpfen werden. Für euer Silber kämpfen werden. Hm. Ja, klar. Ich brauche nur euren Kopf. Wow. Nicht mein, mein Pferd, nicht mein Pferd. Du stirb mal, stirb mal. Zu einfach. Gut, wir sind zu OP. Stimmt es oder habe ich recht? So. Ja, jetzt haben wir ein bisschen gebüßt, weil wir einen umgebracht haben vom Dorf. Oh. Beliebtheit, oh. Unser Beliebtheit sinkt, das ist Wahnsinn. So, jetzt sind wir wieder langsamer, weil es Nacht wird. Naja. Was war das? Das waren wahrscheinlich Banden-Ding. Hm. Ah ja, ein bisschen befördern, hä? Nordveteran, sehr schön. Ah, die Mann ist auch schon Level up. So. Ich wollte ja, dass ich noch ein bisschen Chirurgie so Sachen mache. Chirurgie. So. Ja, und dann haben wir gesagt, du bist Speerkämpfer, hä? So, ich möchte aber den Speer am besten hier. Komm, du bist nur Speerkämpfer. Ah, Chimera hat auch noch, gut. Frauenpower. Inventarverwaltung. Brauchst du doch gar. Wieso hat ein Begleiter Inventarverwaltung? Erste Hilfe. Sollen wir dich auch zum Heiler machen? Komm, wir machen dich mal ein bisschen zum Krieger. So. Ja, da sieht man wieder, was man nehmen soll. Du hast ein Schild, das ist eine Einhandwaffen. Okay. Und der Charakter. Ja. Bogenzugkraft sollten vielleicht mal nehmen. Charisma. Intelligenz. Waffenmeister, Reiten.
Ja. Gut. Bogenzugkraft. So. Schon nett, wenn wir eine Fernkampfwaffe noch haben. Also geben wir die noch ab, wenn wir das schaffen. Die werden mir nicht helfen. Bognelok. Man kann nicht über die Berge. Ja. Komm, laufen. Reiten, hopp, hopp. Gut. So, da bist du ja auch wieder, machst du ja überhaupt nichts, hä? Und redest Englisch plötzlich. So. Und ohne ihn wird es uns allen besser gehen. Ich danke euch, Monika Basler. Okay, gebt mir das Geld, mein Herr. Ich danke euch. Das ist Blut, ich kann es nicht akzeptieren. Oh. Man bekommt, glaube ich, auch Ehre über, oder? Brauchen wir so viele? Ja, komm. Und die Beziehung geht hoch. Gut. Wahrlich für euch ist Gerechtigkeit schon belohnend genug, nicht wahr? Wie ihr wünscht, Monika Basler, wie ihr wünscht. Für wahr eine gar ehrenhafte Gesinnung. Dennoch, ich danke euch, dass ihr diesen trotteligen dummen Batz für mich beseitigt habt. Was an? An die Nords? Gut, das müssen wir dann merken, ne? Sag Gott. Ja, es ist ja nicht so weit weg, aber trotzdem. Also, danke schön fürs Schauen. Wir machen im nächsten Part weiter. Tschüss, euer Drago Basler.